zum Nagelkunstradio. Eine neue Ausgabe für euch. Setzt euch an euren Tisch. Wir machen heute Malstunde. Ja, genau. Es steht auf meiner Liste das Thema. Ich hau's gerade raus, dann wissen wir gleich Bescheid. Ja, da könnt ihr euch auch schon drauf vorbereiten, beziehungsweise wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr eure Sachen zusammensuchen. Ich quatsch dann derzeit noch ein bisschen. Und dann könnt ihr euch entsprechend aufstellen. Also lieber nur Kaffee und Tee schlürfen oder was Erfrischendes oder mit mir zusammen gleich loslegen. Das liegt jetzt an euch. Die Entscheidung lasse ich bei euch. Ja, neue Ausgabe und das Thema ist heute Schnörkeln. Ja, wir schnörkeln heute zusammen. Also wir machen einen Beginner-Schnörkelkurs. Ich will ihn auch gar nicht so lange machen, weil ich glaube, es ist wieder sinnvoll, in zwei Etappen uns das zu Gemüte zu führen, weil das ist wirklich schon so eine Herausforderung für den einen oder anderen, für mich auch immer wieder, weil ich schnörkel nicht auf. Das seht ihr sehr selten bei mir, auch auf Instagram. Meine Designs sind immer sehr schnörkelfrei. Ja, man kann auch schnörkelfrei sein im Leben. Dafür habe ich die Schnörkel woanders. Die genieße ich dann in der Natur, wenn irgendwas so verschnörkelt wächst. Zum Beispiel, was mag ich denn besonders gerne? Ja, so Efeu zum Beispiel hat ja auch schon so ein bisschen eine Ranke, einen Schnörkel. Aber ihr könnt euch, wo ich jetzt gerne hin möchte, auch Vorlagen suchen mit Schnörkel. Also ich hatte jetzt hier so ein tolles Muster, es war wirklich ein reines Muster, nur mit Schnörkel. Und ich habe es aber vergessen, jetzt für euch mal auszudrucken, sonst hätte ich es jetzt mal hier hingelegt. Also, das Beste ist, wenn ihr da völlig talentfrei seid, so wie ich zum Beispiel. Ja, ich bin auch talentfrei in manchen Dingen, dass ihr euch eine Vorlage hinlegt, aus dem Internet irgendwie so Schnörkel eingebt und oder euch eine Schablone vom Stamping holt, wo vielleicht Schnörkel drauf ist. Es ist zwar dann sehr klein, aber man kann da ein bisschen groß ziehen und das quasi als Vorlage nutzen. Also, dass man das einfach versucht, eins zu eins nachzuarbeiten. Also, dass man es versucht. Das heißt ja nicht, dass es gleich klappt. Ja, sowas wäre zum Beispiel eine Hilfe am Anfang. Ja, also wovon ich immer abrate, ist direkt auf den Nagel zu schnörkeln. Da werdet ihr unglücklich, die wirklich nicht Schnörkelqueens sind. Es gibt auch hier tolle Kanäle, wo geschnörkelt wird, was das Zeug hält und es so locker flockig aus dem Handgelenk kommt. Das sind aber auch die so wie ich, also ich bin jetzt nicht der Super-Schnörkler, aber ich kann schon schnörkeln, nicht wahr? Schnörkeln beginnt schon in der Schule, genau. Schwungübungen, ne? Oder was leider so ein bisschen immer mehr ins Hintertreffen geraten ist, ist Schönschreiben, also Schreibschrift üben und Schönschreiben. Bei mir war das noch in der Grundschulzeit so, dass da wirklich noch ein gewisser Schwerpunkt drauf war, auf diesem Thema Schönschrift. Durchziehen, kein Absetzen, sondern alles in einem Rutsch durch. Und ja, ich weiß noch, ich kann mich noch an den ein oder anderen Krampf in meiner Hand erinnern, der mir das Leben zur Hölle gemacht hat, wenn ich dann wirklich am Tisch sitzen musste in den Hausaufgaben und sollte Schönschrift üben. Kennt ihr das noch, Schönschrift? Ja, das ist so der Anfang aller Dinge und auch da, wer da immer gerne diese Schrift probiert hat und immer noch gerne Schreibschrift macht, oh, schreit wieder so ein Unsinn, der hat es natürlich leichter. Was habe ich noch gemacht? Ich habe in der Schule, wenn Unterrichtseinheiten irgendwie öde waren oder so, oder ich überhaupt nicht fertig war mit meiner Aufgabe und ich hatte Zeit, dann war ich auch die Schülerin, die dann entweder hinten oder vorne im Heft auf diesem festeren Papier eben angefangen hat oder nachher Mathematik-Karo-Heft dann geschnörkelt hat. Ja, also dann sind da solche, also ich habe unwahrscheinlich, also was heißt Schnörkel? Ich habe dann so Dinger gemalt wie, was weiß ich, ein Smiley oder dann habe ich schraffiert mit einem Bleistift solche komischen Sachen gemacht, ne, so. Aber ich habe halt auch dann angefangen hier so Schnörkelgeschichten, so ganz einfach, ne? Da, so sieht das aus, wenn ein Anfänger schnörkelt. Wartet, ich ziehe euch mal ran. Tü-lü-tü-tü. Ne, so Anfängerschnörkel, ja. Was ich auch unwahrscheinlich gerne gemalt habe, ist immer hier der Ottifant. Wer kennt den noch? Überall war er plötzlich zu sehen und den musste ich dann natürlich auch zu Papier bringen. Und als das dann nicht mehr so, als das geübt war und ich es langweilig fand, kam dann der Snoopy, ja, mit seinem Häuschen. All solche Geschichten habe ich dann in mein Heft geschrieben, beziehungsweise gemalt, ja. Aber ich muss sagen, es hat kein Lehrer mich jemals dafür geschimpft. Mm-mm.
Ja, also Anfänger, ne? So. Aber wir fangen dann halt heute mal alle damit an. Und ja, was möchte ich euch erstmal mitgeben? Womit schnörkel ich? Also wie gesagt, ich mache das sehr selten. Warum mache ich es eigentlich nicht so oft? Ich weiß es gar nicht. Ich mag halt Nail Art, die effektiv und gut aussieht, aber schnell ist. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sitze hier zwar gerne und lange am Tisch, aber ich habe nicht immer so die Geduld. Ja, das ist vielleicht ein Geduldsspiel. Also von daher Asche auf mein Haupt. Es gibt welche, die gerne mit einem Schlepper schnörkeln, finde ich unsinnig. Ich benutze den Schlepper wirklich nur, wenn ich weiß, ich will jetzt über den gesamten Nagel eine Linie ziehen, dann macht er mir die Arbeit von ganz alleine. Ich tue den somit wieder zur Seite. Mein Schnörkler ist der hier. Es geht auch noch dünner. Wartet, wo habe ich ihn? Tadam, tadam. Ich glaube, den habe ich ins Bad. Ja, ich glaube, den habe ich gerade in meinem Pinselbad mal ein bisschen. Nee, ich habe ihn. Da ist er. Also den bekommt ihr so nicht. Seht ihr das? Ich habe den auch wieder zurechtgeschnitten. Also wer seinen Pinsel liebt, der schneidet das Haar. Ja, also ihr seht einen Unterschied, ne? Es ist nicht viel, aber es ist doch so, dass ja, er das Feinste hier bei mir am Tisch ist. Stellst du scharf? Habe ich das jetzt endlich mal sagen dürfen? Stellst du bitte scharf? Ja, wir sind jetzt scharf. Alles klar. Wir machen die Pinsel jetzt scharf. Genau. Also mit sowas arbeite ich gerne. Wenn ich denn mal schnörkel. Also ihr habt hier jetzt wirklich jemanden, der nicht oft schnörkelt. Das möchte ich dann vorweg berücksichtigt haben von euch. Ich bin kein Schnörkelkünstler. Ich brauche einen Schluck Kaffee. Ich trinke auf uns alle. Und auf die komischen Schnörkel, die jetzt hier entstehen. Das ist jetzt hier wirklich. Ich habe nicht geübt und gar nichts. Ich versuche euch nur das mitzugeben, wie ich mir das so ein bisschen, ja, mir so ein bisschen helfe damit. Jetzt merke ich gerade, ich habe meine LED-Paneele gar nicht an. Wartet mal, wir schalten die dazu. So, mal gucken, was passiert mit meinem Bild. Bild, Bild. Okay. Hoffentlich sind wir jetzt nicht überbelichtet. Überbelichtet. Guten Morgen, Fritz. Wie schön, dass du auch wieder da bist. Ja, stimmt. Also, Birke und Haselnuss, das sind meine Feinde. Nur, dass ihr es wisst. Ich kann auch keine Haselnuss mehr essen, wo wir gerade bei Heuschnupfen sind. Ich kann keine Haselnüsse mehr essen. Ich kann eigentlich gar keine Nüsse mehr essen. Und die Haselnuss ist auch schlimm. Da reagiere ich sogar innerlich. Ich krieg da Koliken, ich krieg richtig Bauchschmerzen. Ach ja, so ist das mit den Allergien. Aber gut, wir sehen es als Training an und jetzt kümmern wir uns hier um Schnörkel. Ich schweife wieder ab, wie immer. Habt ihr gesehen? Ich habe neue. Sie schweift schon wieder. Ich habe neue Dispenser, Gefäße. Ihr erkennt, ich habe diese dicken, runden Kronen. Die lassen so langsam federn und die hier, ja, die habe ich mir jetzt geholt, aber es ist nicht viel, es ist kein, naja, lass es, ich sag mal 30 ml, die hier drinnen jetzt fehlen, aber ich finde die halt sehr praktisch, weil sie sind halt von dem Maßen her, kriege ich sie an meinen Tisch besser eingefügt in die Regale als diese dicken Kugeln. Ich habe die halt gern gemocht, weil ich habe sie auch nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, wo ich die gekauft habe, ich wurde schon mal gefragt. Keine Ahnung, wo die her waren, aber die sind auch nicht schlecht. Und die sind wieder von Shein. Genau, da habe ich, warte, ich zeige es euch. Ich habe hier Cleaner drin, ne? Ich habe ISO 99% und ich habe natürlich einmal Nagellackentferner. Nagellackentferner kann auch wie Aceton wirken, nur nicht so stark. Ihr müsst halt gucken, dass hier keine Pflegestoffe drin sind. Dann ist das eigentlich die Alternative zum Aceton. Das möchte ich hiermit nochmal sagen. Da müsst ihr die Ingredients mal, aua, die Ingredients mal testen. Der bleibt hier. So, okay. Das Thema auch. Ein neues Dispenserchen. Das war echt ein Pfennig, ein Centbetrag, muss man ja sagen. Centbetrag. Ich glaube, Pfennig kennt hier kaum noch jemand, oder? Die gute alte Zeit. Also, womit schnörkel ich? Ich schnörkel natürlich gerne mit cremigen Farben, mit gut pigmentierten Farben. Ich schnörkel gerne auch mit Stamping-Gel. Jawohl, wunderbar. Textur klappt wunderbar. Gerade für den Anfänger würde ich das sogar eine dickere Textur empfehlen als eine zu dünne. Und dann solltet ihr immer darauf achten, wenn ihr schnörkelt auf dem Nagel, tut euch den Gefallen, wir üben jetzt erstmal auf was Geradem. Dann muss die Oberfläche gemattet sein, damit euch die Farbe nicht wegfließen kann, sondern dass die wirklich am Ort ist. Und dann auch die Mitteilung schon mal vorab, wenn ihr schnörkelt auf dem Nagel nachher übt.
Macht Step by Step. Macht nicht komplett durch und härtet dann aus, sondern wenn euch ein Schnörkel zusagt, dann härtet den gleich aus und dann setzt ihr erst den nächsten. Weil es ist immer ärgerlich, das ist mir auch am Anfang passiert, alle Schnörkel, ne? Oh, super toll, machst du weiter. Und dann irgendwie, ja, kommt man irgendwie an den, der schon super aussieht, mit dem Pinsel oder mit dem Finger und ditcht sich das ganze Bild kaputt und dann müsst ihr es runternehmen und ärgert euch. Ich muss eine Lampe wegstellen, hier ist ein Gelbstich. Ich nehme mal eine weg, entschuldigt. Achtung. Tudu. Ja, ich bin hier immer noch am Ausloten. So vielleicht. Mal überlegen, ich fahre euch noch mal ein bisschen raus. So. Es ist echt nicht leicht im Moment mit meinen Lämpchen. So, bitteschön. Also, genau. Immer peu à peu aushärten, wenn ein Schnörkel toll aussieht. Ihr könnt ja dann weitermalen danach, ne? Aber dann ist der gesaved und sicher und es passiert nichts mehr. Ich probiere jetzt heute für euch einmal Beauty Red. Und dann habe ich, an dieser Stelle sei gegrüßt, meine liebe Jacqueline hat mir hier zwei Töpfchen zukommen lassen. Einmal den roten und einmal den grünen. Und zwar hier ein Schnörkelgel. Explizit wurde das hier so bedruckt. Even Cosmetics kenne ich nicht, aber die gucke ich jetzt auch gleich mal bei diesem Video, wie die sich so verhalten. Ja. Ich hatte schon mal ein Artgel zugeschickt bekommen. Ich kann euch das auch gerne zeigen. Sandra, ich grüße dich an dieser Stelle. Hier sind sie. Wir haben schon gesprochen. Die sind ihr too thick. Die sind zu dick. Das ist schon fast ein dünner Kaugummi. Seht ihr das? Aber den nehmen wir jetzt auch nochmal dazu. Probieren wir die mal aus. Dann habt ihr sie mal gehabt. Aber das ist, glaube ich, ein Produkt aus der Schweiz, von der Schweiz. Produziert anscheinend, ja, ansässig in der Schweiz. Bitte, liebe Sandra, korrigiere mich, wenn ich jetzt Sheetcreme erzähle, Nails Factor. Und hier heißt es Painting Gel. Das hat sie mir zugesandt und ich habe hier Magenta Pink. Also ganz ehrlich, das ist kein Pink, das ist ein Rosa. Und zwar so ein Miss Piggy Rosa. Ich weiß auch nicht, was sie sich manchmal denken bei ihren... Ja, anscheinend hat der Hersteller die Brille nicht aufgehabt. Das ist für mich kein Magenta. Wirklich nicht. Also, aber wir wollen uns jetzt hier nicht ausarten und darüber streiten. Ich hatte schon mal den Spatel reingetan, aber ich probiere es gleich mal aus. Also, es wird jetzt interessant. Es wird lustig. Es geht aber um Schnörkel, ne? Es geht hier nicht um Produkte. Ich brauche nochmal einen Kaffee. Und hoffentlich eine ruhige Hand. Ihr habt mich mit diesem Wunschvideo völlig auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich mag es eigentlich nicht gerne machen. Aber für euch tue ich das jetzt. Ich verbiege mich jetzt für euch, euch zur Freude, damit ihr wisst, wie komme ich am Anfang dahin, dass ich nachher einen schönen Schnörkel auf den Nagel bekomme. Also, erstmal alles vergessen, was Full-Cover-Schnörkel angeht. Vergesst es. Wenn, dann macht ihr einen kleinen Schnörkel oder zwei Schnörkel. Und das Ganze hat dann auch schon eine schöne Optik. Also setzt euch bitte nicht unter Druck, das möchte ich einfach sagen. Genau. Mein Bleistift fehlt hier, aber ich muss jetzt an den Kugelschreiber gehen. Das Erste, was wir uns bewusst machen sollten, ich muss euch jetzt nochmal ein bisschen anders setzen. So, das Erste, was wir uns bewusst machen sollten, ist, was macht den Schnörkel aus? Was haben wir für Hilfsmöglichkeiten für Eselsbrücken, uns da hinzutasten? Ja, also mir fiel es leicht, mir bewusst zu machen, dass es unterschiedliche Arten von Schnörkel gibt. Was meine ich damit? Also dieses Kauderwelsch vergessen wir jetzt mal. Also unterschiedlichste Arten. Es gibt eng geschwungene, ich mache das jetzt mal hier so, eng geschwungene Linien. Ist jetzt noch kein Schnörkel, ne? Wir fangen jetzt wirklich petit von Anfang an. Es gibt weit gezogener Schnörkel, also flach. Ja, so. Ups, ich habe eine Kante reingearbeitet. Ist halt jetzt Kugelschreiber. Seht ihr? Also wirklich eng und weit gezogen, ja. Und alles andere, was dann noch weiter geht, sind Linien, ja. So, was fällt uns auf? Es hat immer eine Rundung. Ein Schnörkel besteht immer aus einer Rundung und auch in einer entgegengesetzten Richtung, die zusammen quasi ein schönes Bild ergeben. Ja, das ist so, das sollte man sich bewusst machen. Eine Hilfsmöglichkeit oder eine Eselsbrücke ist ein Kreis. Wenn man sich einen Kreis anschaut,
ein bisschen Fantasie hat, viele brauchen diese Hilfslinie am Anfang, mir kommen sofort Ideen. Also wenn ich jetzt hier sitze und sehe einen Kreis, dann will ich schon anfangen und will hier schon sowas machen. Nur in Gedanken, ne? Also sowas zum Beispiel. Das heißt, wir nehmen den Kreis und mit diesem Kreis machen wir uns die Arbeit einfach leichter, weil das Problem ist bei manchen, sie haben nicht gleich das vor dem geistigen Auge liegen, das Schnörkel, was sie gerne malen möchten. Sie brauchen am Anfang eine Hilfslinie. Also machen wir uns den Kreis bewusst und jetzt nehmen wir aus dem Kreis, was weiß ich, ein Viertel. Ja, nur dieses Stück als Hilfslinie. So denken uns die. Ja, naja, so ist ein Viertel. Ich habe keinen Bleistift. Das ist das Viertel, was wir uns denken oder was ihr euch hinmalt, ne, als Hilfslinie. So, und aus diesem Viertel oder auch aus einem Halb kann ein Schnörkel entstehen. Ich mache mal ein Halb noch dazu, damit ihr wisst, okay. Also der Kreis auseinandergeschnitten und hingelegt vor dem geistigen Auge oder vor das Papier ermöglicht euch, einen Anfang zu finden. Weil das ist immer so das Problem. Wenn wir uns den Nagel denken, ich müsste eigentlich größer malen, gell? Und wie ihr seht, ich bin heute Morgen nicht fit. Also das ist der Nagel. Seht ihr den, kleiner Schatz? Moment, noch ein bisschen Cuticula. Okay, so. Ist eine abgebrochene Kante, die retuschieren wir gerade und machen eine Verlängerung dran. So, schöner. Ja, dann teilen wir uns auch den Nagel nachher ein in Segmente, wo wir einen Schnörkel setzen wollen. Also bitte nicht gleich den ganzen. Damit meine ich, was weiß ich, in der Diagonale, das würde dann so aussehen, der Verlauf von einem Schnörkel. Also einmal von oben nach unten und hier Schnörkel reingearbeitet. Oder, es wird wieder ein langes Video, ich sehe es schon kommen. Oder, ja. Oder man sucht sich hier eine Ecke raus, die man beschnörkelt, oder hier, aber nicht gleich am Anfang den ganzen Nagel. Lasst es sein, da werdet ihr unglücklich. Also diese Möglichkeiten habt ihr nachher auf dem Nagel, euch das zu zentrieren, wo soll der Schnörkel hin? Der kann auch mittig, der kann auch hier so in dem Bereich liegen. Ne? Wisst ihr, was ich damit euch sagen möchte? Also, dass man sich so eine Seite raussucht von oben nach unten. Und dann wieder das Wichtige, erstmal hier groß üben und dann kleiner werden für den Nagel. Ja, also bitte immer erst auf einem Blatt üben, bevor ihr auf den Nagel geht, weil denkt dran, unser Nagel ist gerundet und das ist die Schwierigkeit, dann eben das Ganze noch zu managen mit dem Finger und dann vielleicht noch an sich selber und, ne, also ihr wisst, was ich meine. So, gut. Also, das sind so Hilfsmöglichkeiten am Anfang. Gut, und ich zeige euch jetzt mal, ich mache jetzt mal so ein Viertel, nur gedanklich. Der ist nachher, nur als Übung, der ist nachher, wenn ihr das öfters macht und ihr euch das so denkt, ne? Also ich mache jetzt mal die Diagonale, dann geht ihr nochmal ein Viertel auf die andere Seite gedanklich, so zum Beispiel. Und dann seht ihr schon, ah, das könnte man jetzt ergänzen. Ja, was meine ich mit ergänzen? Ich brauche nur eine Palette. Schaut mal, mein Prototyp. Sie kommen. Also ich habe mich da jetzt ausprobiert und ich bin gespannt. Es kommt auf alle Fälle eine Verlosung und da kommt eine Mischpalette rein. Ja, gut. Ich lege jetzt mal nur das Stamping Gel auf und dann machen wir das jetzt erstmal. Die anderen probiere ich auch gleich nochmal aus. Also, ich würde sagen, wir gehen erstmal auf den dickeren Pinsel. Ihr tankt ihn. Und zwar geht ihr erstmal durch die Farbe, und dreht euren Pinsel vorne die Spitze ein. Ganz wichtig. Oh, meiner will wieder nicht. Ich muss ihn erst noch putzen. Einen Moment, der ist noch nicht richtig sauber. Der hat noch irgendwie zu viel Stand. Also der Pinsel ist natürlich entscheidend. Das Haar sollte mitgehen. Ne? Das sollte flexibel mitgehen. Nicht störrisch, nicht zu fest. Dann ist natürlich hier so ein Naturhaar am besten geeignet. So, ich glaube, jetzt ist er artig. Gut, also wir tanken den Pinsel und wir drehen ihn. Drehen heißt einfach nur die Spitze. Seht ihr das, was ich da mache? Ich zeige es jetzt mal ganz grob. Eindrehen, damit die Spitze auch schön wird. Ja. Und dann mache ich es so, ich nehme mir ein Tröpfchen. Das ist ein Tröpfchen auf. Und dann gehe ich jetzt mal her. Mach jetzt mal nach Zahlen.
Jetzt ist das natürlich hier nur so eine Diagonale und ich setze jetzt erstmal mein Tröpfchen ab. So, ja. Und seht ihr, ich glaube, ich muss euch näher ranholen. Es sind schon wieder 20 Minuten rum vom vielen Reden, aber ihr wollt es ja so. So, bitteschön. Also, ich setze mein Tröpfchen ab und drücke meinen Pinsel dann auch ein bisschen runter. Kann man das sehen? Ja. So, jetzt ist ein Tröpfchen da. Also, ihr solltet immer darauf achten, ein Tröpfchen am Anfang bilden. Und jetzt gehe ich einfach mal nicht auf der Linie, sondern ich gehe parallel rüber und ziehe mir ein Schwänzchen. Boah, ich bin heute nicht ruhig mit der Hand. Wartet. Das geht natürlich nicht. Video versaut. Nein, also ernsthaft. Wie konnte ich jetzt denken, dass ich das cleanern kann? Ich bin noch nicht fit heute. Also, hier kann ich jetzt nicht drüber. Ich muss jetzt nicht hier nochmal her. Auf der Linie, neben der Linie, wie auch immer, das ist die gedankliche Linie. Da schnörkeln wir einen Punkt hin, Druck auf den Pinsel. Und wenn wir jetzt einen Schnörkel ansetzen wollen, sagen wir mal so eine Art Ast oder so, müsst ihr den Druck einen Moment halten und ziehen. Und je weiter ihr wegzieht, müsst ihr mit dem Druck nachlassen, damit die Linie spitz wird. Seht ihr das? Das sieht aus wie so eine Kaulquappe. Ja? So. Das ist nur eine Anfangsübung, das ist noch kein Schnörkel. Ja? Ihr sollt ja erstmal wieder euren Pinsel lernen zu tanken und euren Pinsel lernen zu verstehen, ist ja denn überhaupt was zum Schnörkeln? Es gibt ja Pinsel, die als Schnörkelpinsel vielleicht irgendwie deklariert sind, weil sie eine dünne Linie, ein dünnes Haar haben und eine schöne Spitze bilden, aber trotzdem für euch nicht geeignet ist. Ihr müsst gucken, welche Pinsel jetzt für euch Schnörkelpinsel sind. Ja? So, genau. Also das Papier saugt jetzt halt ein bisschen. Also nochmal. Gehen wir gegen gleich. Tröpfchen, Druck auf den Pinsel und jetzt so ein bisschen hoch und immer weiter den Druck nachlassen und ziehen. Seht ihr das? Was ich da so... Hoppla, seht ihr das? So, das sind so Anfangsübungen, die man machen kann. Jetzt sieht das schon fast aus wie rote Blätter an einem geschwungenen Ast. Ja? Aber das sind so Übungen, die man erstmal macht. Ja? Also hier wieder Tröpfchen, ja, bisschen Druck. Oh, ich weiß nicht, ob ich da bin. Ziehen und dann mit dem Zug weiter den Druck verringern, sodass ihr eben so eine zarte Linie hinbekommt. Das sind so Sachen, die übt man erstmal eine Seite und dann auch die Gegenseite. Ja? So, jetzt habe ich mir das hier so schön eingesaut. Ich muss es mal kurz härten. Oh nee, das wird natürlich ein Katastrophenvideo wieder von der feinsten Sorte. Prösterchen. So, mal gucken. Danke ich nochmal. Ich hätte ja jetzt grün nehmen können, ne? Aber ihr seht, das Stamping geht. Stamping-Gele funktionieren wunderbar. Textur ist gut. Und damit könnt ihr gut schnörkeln üben. So, ich hole das wieder raus. Pam, pam. Da. Und das meine ich, wenn euch ein Schnörkel, das ist jetzt ein Blättchen, ist noch kein Schnörkel. Wenn euch das gefällt, dann härtet ihr zwischendurch aus. So, jetzt gehen wir mal auf ein Produkt, was ich noch nicht kenne. Ein richtiges schönes Grün. Das ist ein richtiges Grün. So, das ist von der Textur ähnlich. Ja, also wird es auch genauso gut gehen. Hupala. Rot spare ich mir jetzt. Das ist eine und dieselbe Produktlinie. Dürfte sich nichts irgendwie anders verhalten. Dann nehme ich mir jetzt Grün auf. Bin ich in der Kamera? Ja, es ist noch. Es zieht noch ein bisschen mehr. So, es zieht sich schön. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der Kerl schnörkelt. Also, machen wir nochmal so ein Blättchen. Ja, und dann aufsetzen. Also je cremiger, desto besser. Aufsetzen. Und jetzt Druck vom Pinsel nehmen und gleichzeitig wegziehen. Versuchen immer so einen Schwung hinzubekommen, dass ihr schon mal Schwungübungen macht, ja? Was könnt ihr jetzt mit dem Blättchen noch machen? Moment, ich zeige es euch. Ihr könnt das jetzt noch in die Spitze auf der anderen Seite schön die Spitze anheben. Ne? Also je flacher, desto dicker und je höher, desto spitzer wird die Linie. Moment, ich zeige es euch. Pinsel aufgedrückt, dicke Linie, Pinsel hochgestellt, dünne Linie. Das Gel gefällt mir nicht, das ist noch nicht warm. So. Ja, also nur, dass ihr es wisst, das Gel geht jetzt hier nicht unbedingt mit, weil ich kenne es halt nicht, es tut mir leid. Aber ihr wisst, was ich meine. Dicker Balken,
dünne Linie, ne, aufstellen des Pinsels, okay? Gut. Ja, und dann könnt ihr halt hier solche Sachen rausziehen und dann sieht das Ganze aus wie ein Blättchen. Und das Blättchen ist der Anfang aller Schnörkel, finde ich jedenfalls in der Übung. Machen wir es nochmal anders. Es ist ein bisschen dicker, das Gel hier. Denkt immer an den Tropfen, dann habt ihr Material, weil es ist immer schlimm, wenn das dann so ein unterbrochenes Gebilde wird. Da, Tröpfchen. Das wird jetzt was Kleineres. Ja, ruhig drücken. Ne? So sieht das aus, wenn es gedrückt ist. Ich brauche mehr Produkt. Drücken. Ja. Und jetzt nach hinten einen Schnörkel bzw. einen Ansatz und dann den Pinsel bitte lösen. Also sprich aufstellen. Ja. Ganz zart. So, und dann ziehen wir uns hier noch das Blättchen raus. Ja, das ist der Anfang aller Dinge. So, jetzt muss ich wieder zwischenhärten. Ich hole mir nochmal ein neues Blatt. Ich habe ja alles da. So. Gut. Also, das ruhig ein paar Mal üben. Blättchen mit einem kleinen Schnörkelchen dran. Und dann kann man wieder aufbauen. Ich verlasse das Grün. Und gehe auf das hier. Von der Seite. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich hatte nur geöffnet mit dem Spatel rein. Textur gecheckt, liebe Sandra. Und da habe ich schon Gänsehaut gekriegt. Aber jetzt gucken wir mal, ne? Wir gucken jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass... Ja, das ist wirklich wie Kaugummi. Also, damit werde ich nicht schnörkeln können. Wir probieren es aber trotzdem. Oh, das ist richtig feste Textur. Also ich finde es zu fest. Damit könnte man vielleicht so ein bisschen Relief machen. Aber mir auch nicht. Also ich denke mal, nee, das seht ihr schon, wie pastös das ist. Wo ist meine Mischpalette? Ich habe heute, also heute habe ich kein gutes Video. Dürft ihr gern schimpfen nachher, wenn ihr durch seid mit mir. Da wird mein Pinsel schon nicht mitmachen wollen. Das ist schon mal absehbar. Aber wir gucken. Aber wir machen noch die Ergänzung. Also ich will nicht bei diesen kleinen Blättchen für euch bleiben, sondern wir ziehen jetzt gleich noch mehr. Seht ihr das? Hier, ich zeige es euch. Obwohl, wir kommen ja sowieso nicht an die Produkte unbedingt dran. Aber dass ihr das merkt, dass das nichts ist. Das wird nichts. Seht ihr das? So, jetzt könnt ihr es sehen. Da, das ist wie dünnster Kaugummi. Guckt mal. Das, ich werde damit nicht schnörkeln können. Könnt ihr vergessen? Also, hiermit habe ich es mal gezeigt. Ich habe ja noch eine Zuschauerin aus der Schweiz. Grüße gehen raus an dich, meine Liebe. Lass die Finger hiervon. Kann ich nicht gut heißen. Relief arbeiten, ja. Irgendwie so 3D-mäßig. Gucken wir mal, was der Schatz hier... Oh, das ist ja eklig. Mm. Gut, also ich mache mal Druck. Druck, Druck, Druck. Ja. Und ziehe... Ja, das wird so rissig, weil das halt so pastös ist. Es gibt solche Risse, seht ihr das? Und das mag ich nicht. Vergessen wir es. So, jetzt mache ich nicht wieder den Fehler mit einer gekleinerten Zillette, sondern ich gehe mit der trockenen dran. So, gut. Ja, das mag mein Pinsel nicht und das Dreage mag es auch nicht. Also, fort damit. Mal gucken. Sandra, was soll ich damit jetzt machen? Ha? Auch wenn du es doppelt hattest, mir tut es dann auch immer leid, ne, wenn Produkte nicht funktionieren. Das ist immer so schade. Mal gucken, ob ich es noch verdünnen kann und anderweitig. Ich weiß es nicht. So, egal. Verwerfen wir das Produkt und gehen wieder auf Rot. Rote Schnörkel ist natürlich nicht so schön, gell? Aber das seht ihr dann halt am besten. Deswegen bin ich auf Rot gegangen. Also die finde ich gut, das kann ich schon sagen. Die funktionieren, kein Problem. Aber ich kenne die Firma nicht, ich muss da mal gucken. So, ich nehme Produkt auf. Also wie gesagt, ein bisschen einarbeiten, sodass er schon Grundfarbe drin hat. Und dann so ein Böbbelchen aufnehmen. Und dann geht ihr her und macht euch wieder eure gedankliche Linie. Vielleicht einfach mal, machen wir doch den Halbkreis mal so, ja, in Gedanken. Bitteschön. Und dann fangt ihr halt an. Immer dran denken, schön sieht es aus, wenn gegengleich gearbeitet wird. Ich setze mir jetzt hier mein Panüppel, mein Tröpfchen, ja, und ziehe mir erstmal hier so eine Linie. Ja, die Linie hier ist nur Gedankenkonstrukt, damit ihr irgendwie eine Richtung habt. Dann ziehe ich mir hier das Blättchen raus, wenn ich denn eins haben möchte, ja. Wenn ich denn eins haben möchte, genau. Und so, und dann könnt ihr hier zum Beispiel auch ansetzen, Tröpfchen, Druck. Ziehen, 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 lang ziehen. Einfach mal so.
ohne sich da jetzt irgendwie Gedanken zu machen. Also einmal in die Richtung und einmal in die Richtung. Wenn mir das jetzt gefallen würde, würde ich es aushärten. Aber diesen Step sparen wir uns. Also es ist nicht so, dass mir das jetzt nicht gefällt, aber ich zeige euch jetzt wirklich Anfängergeschichten. So, ich glaube, meine Farbe will nicht mehr. Es reicht nicht mehr für einen Tropfen. Ich brauche einen Tropfen. Das ist für mich das Einfachste. Tröpfchen setzen und dann Schnörkel ziehen. So. Gut. Tröpfchen, da ist er. So. Und jetzt gehe ich hier wieder hin. Vielleicht möchte ich einen hier direkt parallel setzen und ein bisschen weiter runterziehen. So, ja. Tada. Oder dann hier nochmal kleineren Punkt, kleinerer Schnörkel. Und je mehr ihr dann dran sitzt und übt diese Sachen, desto schöner werden die auch, ne? Wenn man das jetzt sich betrachtet. Wie gesagt, ich bin kein Profi-Schnörkler, ich brauche da auch mal Übung für. Der sieht schrecklich aus, der sieht schrecklich aus, der wird schon viel schöner, ja? Und dann Tröpfchen und wieder ziehen. Und wenn es nicht gleich hinhaut, wie gesagt, den Pinsel dann immer irgendwie aufstellen und nicht verkrampfen. Seid da bitte ganz locker im Handgelenk. Seht ihr das, wie sich das aufbaut jetzt langsam? Möchte ich jetzt, das ist hier so ein bisschen. Und dann spürt er, okay, ich muss noch weniger Druck, mit weniger Druck dran gehen, ja? All solche Dinge. Es entsteht plötzlich ein schönes Gebilde an eigentlich ganz kurzen Schnörkeln. Es gibt welche, die schnörkeln noch viel mehr. Aber ich finde so erstmal so ein Strauß an Schnörkeln üben, das ist schon mal sehr effektvoll. Seht ihr das? Ich habe hier auch eine rote Farbe am Handschuh. So, und was könnt ihr noch machen? Ihr könnt das jetzt noch weiter ergänzen, dass es voller wird. Ich nehme mal meinen ganz dünnen Schatz dafür. Also es ist immer gut, wenn ihr zwei Pinsel am Tisch habt. Jetzt nehmen wir mal einen ganz dünnen. Ich weiß noch nicht, ob der so mitgeht. Gut, der ist, glaube ich, auch noch nicht gereinigt. So, was weiß ich, dann setzen wir jetzt hier nochmal einen hin. Ja, dreht euch das halt immer ganz feine Linien. Seht ihr das, was das ausmacht? Wie sich das dann plötzlich arrangiert? Ja, hier oben, das sieht mit Sicherheit auch nochmal nett aus. Moment, Tröpfchen. Hier hingesetzt, Tröpfchen drücken. Also je feiner der Pinsel, desto leichter, ja, ist die Arbeit. Da müsst ihr halt gucken. So, schaut ihr, wie filigran das jetzt wird. Also da müsst ihr halt gucken, was für einen Pinsel habt ihr. Das ist jetzt mein dünnster, den ich habe. Der war hier schon als 0. Ja, was hat der andere? Moment, das ist ein 000. Ja, also ich habe mir den Nuller schon ausgedünnt. Das muss ich halt sagen. Und das finde ich auch gut, dass man sich das so zurechtschneidet, dass es auch funktioniert. Manchmal liegt es schon daran. So, jetzt mache ich mal etwas anderes. Jetzt zeige ich euch, ich setze auf. Drücke den Pinsel nach vorne, dann entsteht sowas. Hubla, ich habe gesaut. Na, seht ihr das? Also Tropfen nach vorne, könnt ihr euch die Spitze auch schon bilden. So, ich tue es jetzt mal ganz extrem zeigen. Ja, dann wird die Spitze hier wunderschön. Auch eine Möglichkeit. Also man kann als Anfänger das erst mit den Tröpfchen so probieren. Aber manchmal ist es auch so, dass man so ein bisschen vorschieben kann. Und dann hier, ja. Sowas geht auch, aber für den Anfang finde ich das immer gut, ein Tröpfchen setzen und auf beiden Seiten rausziehen. So, gut, dann machen wir jetzt hier auch noch ein Tröpfchen. So, bleibt schön drinne. Druck, ziehen und hochgehen mit dem Pinselhaar, ja? So. Was ich gegengleich natürlich dann auch noch ausprobiere, das gibt dann wieder ein wunderschönes Gebilde, einen Abschluss. Na, da müsst ihr dann halt so gegenarbeiten. Und so entsteht auf dieser gedachten Linie ein Flechtwerk aus wunderschönen Schnörkeln. Dann könnt ihr hier wieder ansetzen. Also ihr müsst nicht auf der Linie, die ist nur zur Orientierung, weil das manchen wirklich fehlt. Jetzt gehe ich mal hier so. Ja, ruhig, wenn ihr länger wollt, mal zwischendurch absetzen. Ihr müsst halt die Linie treffen. Aber das geht alles. Ist alles eine Sache der Übung, wie immer. Könnt auf der Linie dann euch treffen mit dem anderen Schnörkel. Ja. Ihr könnt hier ganz eng noch reinsetzen, den Schnörkel. Oder hier noch einen rein. Versteht ihr? Und dann entsteht dieses, wo man immer da sitzt und sich den Nagel anguckt. Wo hast du denn jetzt bitte angefangen? Mit welchem Schnörkel hast du begonnen?
So, und jetzt seht ihr die zwei verschiedenen Arten. Also einmal hier oben mit Spitze rausziehen, mit dicken Pinsel. Hier schon der erste Schnörkel, der und der mit diesem ganz dünnen Pinsel. Hier ist mein Tröpfchen. Und dann hier das hier, wo das dann immer, immer schöner wird, weil das Arrangement einfach mehr ist. Ja. Tschupp. Und es ist auch nicht schlimm, wenn so ein Schnörkel, so wie hier dann mal, der so ein bisschen verunglückt ist. Ist überhaupt kein Problem. Das sieht kein Mensch nachher. Das sieht der Laie überhaupt nicht. Ja, ihr seht ja. So, jetzt gehe ich mal hier so eine Linie drüber. So, einfach mal so rausgeschnörkelt. Ja, das geht auch. Warum nicht? Das sieht doch schon süß aus. Also es ist jetzt groß, ne? Es passt auf keinen Nagel, aber ihr seht, wie das sich aufbaut. Schnörkelbilder sind alles Sachen, die sich aufbauen. Jetzt setze ich mir hier noch was hin. Und das Schnörkel ist halt so, es gibt keinen Schnittmuster, es gibt keine Vorstellung, solange ihr immer mit dieser Linie arbeitet, die ich euch gezeigt habe. Also entweder arbeitet ihr mit dem Viertelkreis, so, ja, oder ihr arbeitet mit dem Halbkreis, so. Man kann auch einen Kreis schnörkeln, das geht auch. Das müsst ihr halt für euch. Das ist jetzt ein Ei, ne? Das ist jetzt ein Ei. Aber da macht man das hier. Da macht man so ein Kränzchen draus, ja. Und zwar setzt ihr dann quasi auf den Halbkreis einen neuen Halbkreis. Seht ihr das? So zum Beispiel. Kennt ihr auch diese halben Schnörkel? Ich hätte vielleicht jetzt größer arbeiten, aber ich gehe dann auch irgendwann kleiner und das macht ihr dann auch so. Ja, so, die kennt ihr, diese Bildnisse. Ihr könnt auch ein eckiges Blättchen, wie soll ich das jetzt sagen, so eine Form arbeiten. Das seht ihr jetzt hier sehr schön, was ich gemacht habe. Also ihr probiert euch nachher aus, so einen Absatz der Farbe, ja, dass das hier spitzer ist und hier richtig kantig. Das geht auch, nur dass ihr es seht, ja. Oder mit dem Tropfen das Runde, ja. Und dann hier vorne die Spitze wieder rausgezogen oder den Tropfen gesetzt, mit dem Pinsel nach vorne gezogene Spitze entstehen lassen und dann erst den Schnörkel hinten dran, entsteht ein Blättchen. Also es sind so Sachen, üben, üben und nochmal üben. Dann würde ich aber hier das so machen. Seht ihr das? Wenn ich sowas sehe, kommen mir sofort diese, ich bin grün, kommen mir sofort die Bilder, diese gusseisernen Einfahrten. Wisst ihr, so diese alte Bauzeit, wo diese Metallkünstler quasi Schnörkel in ihre Tore so reingearbeitet, reingeschweißt, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine, ne? Wo Schnörkel, Schnörkel ist, das meine ich mit Bild. Nehmt euch ein Bild und schaut euch mal einen Schnörkel an oder ein Schnörkelgebilde. Und dann könnt ihr das meistens, wenn ihr euch einen Ausschnitt raussucht, das schon übertragen. Ja? Und vor allem schaut euch die Schnörkel genau an, ja? Damit ihr die Unterschiede hier seht, die es gibt. Von so einem Blättchen, von so einer, guckt mal hier, so eine Kante, ne? So, und dann kann man hier auch wieder gegengleich arbeiten. Wartet, ich muss so rum, entschuldigt, gleich hänge ich in der Farbe. Da kann man hier noch was dran setzen. Wenn ich das hier sehe, fällt mir sofort die französische Lilie ein, die so ganz charakteristisch dazu passen würde. Ne? Ihr könnt hier dann wieder diese Spitze arbeiten. Seht ihr das? Schnörkelräume, die euch nicht ganz gefallen, die könnt ihr mit Pünktchen dann auch ausfüllen. Dann kriegt das Ganze wieder eine Auffrischung. Ne, wenn hier so Abschlüsse sind, die euch nicht so gut gefallen, um davon ein bisschen abzulenken auch. Also unglaublich viele Möglichkeiten. Ja. So, man kann aber auch Schnörkel so ineinander laufen lassen. Da seht ihr das. Ja, da, also bei Schnörkel gibt es eigentlich kein Grundrezept. Also ein Grundrezept schon. Ja, aber ja, wie soll ich sagen? Man kann eigentlich nichts verkehrt machen. Ja, man kann nichts verkehrt machen. Einfach nur mit dem Schwungpinsel, mit dem Schwingen des Pinsels. Also heute Deutsch 5, bitte setzen. Einfach den Pinsel testen. Was macht er? Ne? Macht doch erstmal hier, seht ihr das? Dünn beginnend, dick beginnend. Immer wieder die Farbe ist klar. Tröpfchen setzen. Was passiert, wenn ich einen richtig fetten Tropfen habe und ziehe einfach mal. Ja, ihr kommt dahin und ihr seht, wie ich mich jetzt auch schon wieder entwickle, weil ich bin da nicht in der Übung, gell? Ich sage das ganz ehrlich, ich bin kein Schnörkelkünstler, absolut nicht, aber ich brauche da auch meine Übung für und irgendwann wird dieses Rausziehen auch enger, ja,
Jetzt geht meine Farbe schon wieder zur Neige. Ich brauche nochmal einen Tropfen zum Ziehen. Diese Übungen, Schwingen, Tröpfchen setzen und Schnörkeln, das wird mit der Übung, je mehr euch damit beschäftigt, immer graziler und immer schöner. Ja, also erst diese kurze Geschichte, jetzt habe ich hier schon einen längeren Bogen gemacht. Tropfen absetzen, ich bin wieder nicht im Bild. Oh Leute, ich glaube, ich verwerfe das Video wieder. Tröpfchen drücken, aufstellen und ziehen. Seht ihr, das wird immer länger. Und wenn ihr so ein, das würde ich euch sowieso empfehlen, wollt ihr ein Schnörkelkonstrukt machen, dann probiert erst die lange Linie ein bisschen zu ziehen. Was weiß ich, dann macht ihr euch hier euren Schnibbels dran und dann nehmt ihr das als eure gedachte Linie im Untergrund, ja, das ist quasi der Start, ne, wo ihr dann anfangt hier, ich möchte jetzt in die Farbe, ich ditch alles in die Farbe, wo ihr dann hier auch zum Beispiel gegengleich arbeiten könnt und die muss die Linie nicht unbedingt treffen, das ist Unsinn, seht ihr das, die hören hier beide auf, aber dann habt ihr einen Anfang, wenn ihr so ein halbes Mal arbeiten wollt. Seht ihr, ich male mich jetzt so langsam warm. Das ist wie beim Joggen. Wenn die ersten 20 Minuten rum sind, tut nichts mehr weh, dann läufst du nur noch. So, also hier aufsetzen und ziehen und dazu arbeiten. Tüdü. Es macht einfach Spaß. Wir gleiten wieder in unsere Welt ab. Dazu arbeiten und rausziehen. Ja. Als drauf, als auf die Linien drauf. Oder... lasst mich überlegen, habe ich auch schon oft gesehen, da parallel reingezogen, so, ne? Wer Videos suchtet mit Schnörkel, kennt das hier. Mhm. Hier noch ein Parallel dazu, so, kann eigentlich so stehen bleiben, muss ich jetzt nicht rausziehen, ne? Nur der Punkt und nochmal und abheben mit dem Pinsel, hochziehen. Ja, so sieht das doch schon toll aus. Zack, und wieder ein Gebilde eines Schnörkels, ne? So seht ihr das. Baut sich das peu à peu auf. Probiert euch und gebt nicht gleich auf. Macht euch die Hilfslinien und fangt da an, parallel drauf zu schnörkeln und immer, immer an die entgegengesetzte, an das entgegengesetzte Arrangement denken oder halt hier in diesem Bereich immer, so wie ihr es hier seht, und dann vielleicht nur so zwei Ausflüchte, wie auch immer, so funktioniert es am besten am Anfang. Für mich war das die gedachte Linie eine ganz tolle Sache. Arbeitet erst groß und werdet mit der Zeit wie beim Stroken kleiner und dann geht ihr irgendwann, wenn ihr eine gewisse Routine wieder erreicht habt, geht ihr auf euren Nagel und fangt da einfach mal an, mit sowas klitzekleinem ein Arrangement drauf zu malen. Und ihr werdet glücklich sein, weil ihr werdet merken, jawohl, das Andreasche hat wieder recht gehabt. Erst groß und dann werden wir kleiner. Bei uns im Leben ist es andersrum. Wir sind erst ganz klein und werden dann immer größer. Aber hier geht es genau umgekehrt. Ist halt so. Ja, ihr lieben Schnuggelchens, die Neuen und die schon länger dabei, wie auch immer. Mehr kann ich euch dazu nicht mitgeben. Ihr müsst es ausprobieren und denkt an meine Vorskizzierung mit dem Nagel. Euch das dann nachher auch ruhig auf dem Nagel buffern. Vielleicht zum Üben, weil ihr müsst ja die Rundung dann noch mit berücksichtigen. Vielleicht mit einem schmalen Edding oder so euch diese vorgezeichnete Linie auf den Nagel bringen und darauf dann schnörkeln. Erstmal als Übung. Es geht nicht darum, jetzt schon die Nägel dann zu tragen, sondern einfach damit klarzukommen, dass der Nagel gerundet ist und dass es deshalb nicht ganz so einfach ist zu schnörkeln. Aber wie gesagt, von da nach da ist es dann auch nicht mehr weit. Und ja, ich bitte um Entschuldigung für mein Kauderwelsch an Deutsch. Deutscher Sprache, schwierig heute. Ich habe so Tage. Ich kann euch sagen, auch warum. Dieses Video läuft gerade in der Aufnahme an einem Donnerstag und wer mich kennt, der weiß, ich hasse Donnerstage. Aber ich wollte das jetzt endlich abgedreht haben, weil immer wieder es aufploppt, zeigst du mal Schnörkel. So habe ich es mir beigebracht, so kommt man auch gut zum Ziel und deswegen wünsche ich euch einfach jetzt eine coole Zeit des Ausprobierens, eine erfolgreiche Zeit, dass ihr am Ende ein kleines Schnörkelchen auf den Nagel bekommt. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch auch da wieder eine Hilfe und an eine Stütze sein, wie man an sowas sich rantastet. Genau. Damit habe ich fast eine Stunde erfüllt. Na, 45 Minuten. Ich schaffe es. Ich sage
Bleibt in eurer Mitte, schafft euch eure Wohlfühloasen, das kann sehr entspannend sein. Und wir sehen uns zu dem einen oder anderen Video wieder hier bei Nails, Coffee and Tea. Macht's gut, bis dahin sage ich Tschüss.